Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Also bei diesem 906 ist es so, das Auto hat eine durchaus sehr bekannte Historie, ist auch vollkommen unkritisch. Nur das Auto ist mal sehr umfassend und aufwendig restauriert worden. Und wie das damals eben so war, sind diese Restaurierungen nicht immer zwingend so dokumentiert, dass man genau nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert ist. Und aus dem Grund heraus hatte mich der Kunde auch gebeten, das Auto zu untersuchen. Und wir haben ein paar ganz profane Dinge geprüft und haben eben geguckt, ist beispielsweise der Rahmen an dem Auto, ist der überhaupt alt? Ne? Und da haben wir uns beispielsweise mal hier im Innenraum, man kann das da vorne ein bisschen sehen, da ist ein Teil des Rohrrahmens, den haben wir also angeschliffen und haben den Lack abgenommen und haben da einfach mal geprüft, ob das Material des Rahmens, der da sichtbar ist, ob das aus der Zeit kommt, und ob das der typischen damals verwendeten Spezifikation entspricht. Das haben wir an dieser Stelle gemacht, das haben wir vorne am Rahmen gemacht, das haben wir auch hinten am Rahmen gemacht. Und gleichermaßen haben wir uns natürlich auch die Fahrgestellnummer von dem Auto angeguckt und haben gesehen, ob es da irgendwelche Veränderungen gegeben hat oder ob die Schlagzahlen dem Original entsprechen und so weiter. Und da konnte man tatsächlich auch feststellen, das Auto ist in sich vollkommen stimmig, die Geschichte von dem Auto ist gut nachvollziehbar, auch die Restaurierung ist zwar lückenhaft, aber doch im Wesentlichen dokumentiert. Und auch die verwendeten Materialien an dem Auto sind tatsächlich auch alt. Also insofern kann man ganz klar sagen, das Auto ist vollkommen in Ordnung. So, Sebastian, pass auf, was haben wir jetzt hier? So, das ist die sogenannte Magnetooptik, das magnetooptische Resonanzverfahren. Das ist das Gerät, das wir einsetzen, um Fahrgestellnummern zu prüfen. Das ist ein Standardverfahren, das eigentlich ursprünglich für Waffen entwickelt wurde und heute auch dem Zoll oder Behörden dient, veränderte, gefälschte oder geklaute Autos zu identifizieren. Wir nutzen das für klassische Fahrzeuge. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal, wie so eine gefälschte Fahrgestellnummer aufgebaut sein kann, wie die aussehen kann. Und das ist komplett das Gerät nur in diesem Kasten? Ja, also das ist nur dieser Koffer hier, mehr ist das nicht. Ne? Der ist also auch mobil einsetzbar, der arbeitet mit Akkus. So, was wir brauchen, ist ein starker Magnet. Den habe ich noch in elektrischer Form und einen Magnetstreifen, den wir später auslesen können. Der trägt die magnetische Information, die wir dann auch auslesen können. Und das löscht du jetzt hier? Ich lösche den jetzt einmal. Jetzt ist da keine Information mehr drauf. Das ist nichts anderes als ein Tape, wie man es von der Kassette auch kennt. Ah, okay. Und hier haben wir eine Fahrgestellnummer, die ist eingeschlagen auf das Blech hier. Die schauen wir uns jetzt genau an. Gerne. So. Also man sieht, ganz minimale Veränderungen sieht man schon, ne? Aber da wird jetzt normalerweise noch Lack drüber sein. Ne? Das ist jetzt, ja, das ist noch einmal lackiert. Ja. Normalerweise wäre das ein bisschen dicker. Also 29197. Gut. Müsste man nur lackieren, dann sieht man das wieder. So, jetzt streichen wir das mal ab. Ja. Und also dieser Vorgang, den würde man normalerweise am Auto genauso machen. Also das ist jetzt ein Magnet, mit dem du darüber rollst? Genau, ich rolle jetzt drüber und bringe ein starkes Magnetfeld ein. Und übertragst es auf die Folie. Ja, wie gesagt, auf den Streifen überträgst du quasi die Informationen von dem Blechstück. Genau. Und dann lesen wir das in der Maschine ein. So. Muss was drücken. Ja. So, dann frisst er den so langsam. Ja, der scannt das jetzt und hier kommt auch schon das Bild. Und dann baut sich das Bild hier langsam auf. Sieht ja schon toll aus. Und auf dem Kopf ist auch noch. Genau, also ich drehe das uns mal, dann können wir es ein bisschen besser sehen. So, und jetzt schauen wir uns das an. Also was wir hier schön sehen können, ist die Struktur der Oberfläche. Mhm. Wir haben also eine relativ raue Oberfläche. Und dann kommt schon die erste Ziffer der Fahrgestellnummer. Die sieht gut aus. Bei der zweiten würde ich schon zweifeln. Und dann wird schon schwierig. Ne? Da sehen wir also, dass die neuen, die wir tatsächlich sehen können, früher mal eine Null gewesen ist. Und so sieht's aus. Okay. Und mal weiter. Sieht auch gut aus. Die 1 ist noch in Ordnung. Und bei der nächsten 9 ist es also so, die wird wohl mal eine 6 gewesen sein. Das ist ein ganz typisches Verfahren, was eben auch von Autodieben heute eingesetzt wird. Da wird also mit einem Laserkopf wird die 9 oder eine 6 wahlweise, die wird kreisrund rausgetrennt. Und dann wird die 180 Grad gedreht.
und dann wieder eingesetzt. Okay. Und so hat man die Nummer unkenntlich gemacht, weil man eben die 9 und die 6 verändert hat. Und wenn eine Ziffer bei der Fahrgestellnummer verändert wurde, dann ist die ganze Nummer schon unkenntlich. Hier hinten kann man das, von hinten kann man das gut sehen. Okay. Und beim letzten, da ist also hier zwischen 5 und 7. Die 7 können wir jetzt noch sehen. Darunter war aber original mal eine 5. Wie hat man das gemacht? Das ist klassischerweise mit ZIN gemacht worden. Ein sehr, sehr einfaches, leicht applizierbares Verfahren, also Ziffern mit ZIN aufzufüllen und dann zu überschlagen. Das ist ganz einfach anwendbar, das kann man auf einem Parkplatz machen, da braucht man keine große Werkstatt für, weil ZIN recht geschmeidig bleibt und nicht spröde ist. Deswegen kann man das sehr gut machen und wenn man das dann überlackiert, dann kann man das auch nicht mehr sehen. So einfach geht das. Also muss man dazu sagen, ihr habt hier euch so ein bisschen ausgetobt und mal ein bisschen rumprobiert. Ja. Gewöhnlich ist wahrscheinlich eine Nummer, es sei denn, man möchte ein spezielles Auto fälschen. Ne? Ja, das zeigt natürlich jetzt die, das zeigt natürlich jetzt die Tiefe der Möglichkeiten, die man so hat. Aber wir haben natürlich schon, für den ersten Test ist das schon eine ganz gute Aussagekraft. Das zweite wäre, dass man da mit Röntgen rangeht. Und ich habe tatsächlich schon Möglichkeiten gehabt, dass man also in beiden Fällen nicht sehen konnte. Und wir haben dann sogar noch zum dritten dann mit der Säure-Ätz-Methode gearbeitet. Also wir haben drei Verfahren angewendet, um rauszukriegen, ob eine Fahrgestellnummer verändert wurde. Manchmal braucht man alle drei. Dann will man aber auch eine Fälschung finden, sag mal. Da kommt das Werk noch mit einer Originalnummer mit. Aber wie oft gibt es einen Prozentsatz, wie oft, wenn man zu euch zu Gutachten kommt, die Nummern umgeschlagen sind? Naja, also meistens kommt man ja, wenn schon Zweifel bestehen. Also meistens sind ja schon Zweifel da. Ja. Und wenn berechtigte Zweifel sind, dann ist natürlich der Prozentsatz schon relativ hoch. Aber ich sag mal, 50% der Fahrzeuge, die wir hier haben, 50. Sind in irgendeiner Form, ich sag mal, im Wesentlichen in irgendeiner Form verändert. Ja. Okay. Beruhigend. Not. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, krass. Danke. Gern. Du Sebastian, was haben wir hier? Das sind Teile eines alten Ferrari. Okay. Ja. Schön, ja. Toll. Ein Ferrari und ich glaube ein Alfa ist auch noch mit dabei. Okay. Ja, das sind Blechteile, Blechkonvolute, die wir bekommen, häufig von Restaurierungsbetrieben, die aus Fahrzeugen ausschneiden. Wir nutzen die natürlich, um unsere Datenbank zu füllen. In dem Fall waren natürlich besonders die Aluminiumteile für uns interessant, weil wir an dem Thema Aluminium noch viel arbeiten. Und die werden dann mit Hilfe dieser von unserer Spektralanalyse werden die dann hier analysiert und gehen dann auch eben in die Datenbank mit ein. Und das ist das Gerät, ach genau, das ist das mobile Gerät für eine Spektralanalyse. Das war ja bisher so, dass man Material entnehmen musste, oder? Was hast du da für Proben? Genau, also das ist das mobile Gerät, mit dem wir heute arbeiten. Ich habe hier noch ein Gerät neuerer Generation, das ist noch mal ein bisschen kleiner, ist aber ähnlich leistungsfähig. Mhm. Und früher musste man das so machen, dass man eben Teile aus dem Rahmen herausgeschnitten hat. Das hat man mit so Bohrkernen gemacht. Vom Originalauto. Vom Originalauto. Also das ist jetzt irgendwas Originales. Das ist was Originales, das müsste ein Bugatti müsste das sein. Ein Bugatti. Ja, also. Da schneidet man solche großen Stücke raus. Das hat man früher gemacht. Heute muss man das glücklicherweise nicht mehr machen, aber die hat man dann ins Labor geschickt und hat sie dort analysieren lassen. Und als wir angefangen haben, haben wir rauskriegen wollen, welche Geräte sind eigentlich überhaupt geeignet, um genau das zu vermeiden, sondern mit welchen Geräten kann man direkt am Fahrzeug auch messen. Ja. Und tatsächlich haben sich eben diese Geräte durchaus als tauglich erwiesen. Die sind heute in ihrer Leistungsfähigkeit ungefähr annähernd schon mit Laborgeräten vergleichbar. Und da haben wir also lange Testreihen gemacht. Wie präzise sind wir da mit diesen Geräten? Wie muss man die kalibrieren, damit wir genau die Elemente bekommen, die uns interessieren? Und nach so einer halben Jahr Testerei oder einem Jahr Testerei hat sich dann eben rauskristallisiert, dass man die Geräte durchaus so kalibrieren kann, dass wir genau die Elemente gut treffen können, die wir brauchen. Und dieses Gerät ist, wie gesagt, erste Generation. Das hier ist schon nächste Generation, wie gesagt, schon ein bisschen kleiner. Das kann man kompakt einfach so in den Kofferraum reinstellen, was natürlich für uns sehr schön ist, ja. Weil wir ja viel reisen müssen. Es ist immer gut, dass wir kompakte Geräte haben. Und aber im Wesentlichen laufen die sehr zuverlässig und die werden eigentlich normalerweise für die Verwechslungsprüfung eingesetzt. Also Autohersteller oder Stahlproduzenten, die setzen solche Geräte eigentlich heute ein, um Chargenprüfungen zu machen. Okay. Holen ein bisschen mehr aus den Geräten raus, also wir kitzeln ein bisschen mehr raus, weil die eigentlich auch mehr können. Mhm. Aber wenn man sie gut kalibriert und auf seine Anforderungen einstellt, dann kann man da gute Ergebnisse mit erzielen. Okay, und man brennt da so einen leichten Punkt,
brennt man da drauf, ne? Genau, das ist der sogenannte Brennfleck. Der gibt auch Ausschluss darüber, ob die Messung an sich gut gelaufen ist. Der Brennfleck, die Spezialisten unter uns, die solche Untersuchungen häufiger machen, Analysen machen, die können so einen Brennfleck schon ganz gut interpretieren und können aus dem Brennfleck schließen, wie gut die Messung gelaufen ist. Oh, okay. Ja, nicht alle Messungen funktionieren einfach so. Das hängt ein bisschen mit der Oberfläche zusammen. Das hat auch was mit der Kalibration des Gerätes zu tun. Auch mit der Genauigkeit, wie man geschliffen hat. Und manche Messungen funktionieren nicht gut, die liefern keine guten Ergebnisse. Und der Brennfleck, der zeigt das immer schon ganz gut an, ob man hier gut gemessen hat oder nicht. Okay. Interessant. Und da kann man dann jetzt feststellen, wie alt das Material ist, was für Metall, für eine Metalllegierung das ist, nicht wie alt das Material ist, aber was für eine Legierung das hat und genau, daran, genau. An Tabellen gucken. Wie also die Maschine hat schon eine große Datenbank drin, das heißt, wenn ihr die Analyse bekommt, wenn wir fertig gemessen haben, dann kann die Maschine schon ziemlich genau sagen, was das für ein Material ist. Es wird in der Datenbank schon zugeordnet und wir machen das eben so, dass wir diese Daten direkt exportieren in unsere eigene Datenbank, wo schon sehr viele, viele Autos drin sind und viele Analysen drin sind. Ja. Und unsere Datenbank kann schon automatisiert sagen, wie sie das zuordnet und welche Zeit sie das einordnet, ohne dass sie von uns eine Information dazu bekommt, weil sie natürlich ganz, ganz viele Erfahrungswerte schon hat. Das läuft heute mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, die lernt jeden Tag dazu. Immer wenn sie neue Daten bekommt, lernt die neu. Und so kann die also automatisiert schon eine erste Einschätzung abgeben, wie sie glaubt, in welcher Epoche das Material einzusortieren ist. Okay. So, wenn man jetzt einen alten 917 hat und den Rahmen analysiert und da kommt raus, Obi Baumarkt 2018. ST35, ja. Nein, also auch da würde man natürlich einen speziell legierten Stahl erwarten, beziehungsweise 917 war ja aus Aluminiumrahmen, er hat einen Aluminiumrahmen gehabt, noch speziell. Was man nicht röntgen kann, nicht so leicht. Was man so schlecht röntgen kann, ja, furchtbar, genau. Also insofern, du siehst aber auch, bei diesen Fahrzeugen, es bleiben immer noch Fragen offen und es gibt immer noch Sachen, die wir nicht können, auch nicht gut können. Was heißt, wir müssen immer weiterarbeiten und immer dranbleiben. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.